Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ankiza von Moradi Fotografie und ich freue mich, dass du im heutigen Video wieder mit dabei bist, denn heute habe ich 5 Fehler in der Keksmash-Fotografie mitgebracht. Ja, ich würde sagen, wir starten auch gleich und zwar mit Fehler Nummer 1, eine zu große Torte. Also, wenn die Torte jetzt riesengroß ist und das Kind ist ja gar nicht so groß, ist ein kleines Baby eigentlich noch, verdeckt das einfach viel zu viel vom Kind. Das sieht optisch einfach nicht schön aus. Das sind diese Standardtorten von ca. 30 cm Durchmesser. Das ist einfach zu groß, vor allem wenn es noch auf einen großen Tortenständer mit drauf ist. Deswegen empfehle ich immer, Torten in der Größe Durchmesser ca. 20 bis 25 cm. Mehr ist nicht notwendig. Einfach, damit es schön harmonisch wirkt und die Torte kleiner ist, Baby ist ja auch klein, sieht das optisch einfach besser aus. Fehler Nummer 2. Wenn die Eltern keine Reservewäsche mit haben. Denn ganz ehrlich, die Eltern denken natürlich daran, für das Kind Reservewäsche mitzunehmen. Das Kind wird ja schmutzig. Aber wenn das Kind sich schmutzig gemacht hat, voller Torte ist, sobald die Mama oder der Papa das Kind hochnimmt, ist die Mama oder der Papa genauso schmutzig. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auch den Eltern im Voraus zu sagen, bitte Reservewäsche mitnehmen, auch für die Eltern. Denn sie werden zu 90% auch total schmutzig mit der Torte, wenn sich das Kind auch schmutzig gemacht hat. So, dann Fehler Nummer 3, ein kalter Boden. Also, wer sitzt denn schon gerne auf einem kalten Boden? Niemand. Also es ist auch, damit das Kind auch nicht krank wird, ist es sowieso wichtig, dass es warm ist im Raum. Der Boden soll aber auch warm sein. Das heißt, wenn der Boden kühl ist, sollte der auch vorgewärmt werden. Kinder haben ja oft auch weniger an beim Keksmash-Shooting und darauf wirklich achten, dass der Boden nicht kalt ist, damit das Kind auch gerne sitzt. Also wenn du das schon mal erlebt hast, dass das Kind gar nicht sitzen wollte, kontrolliere mal, ob der Boden vielleicht zu kalt war. Und dann Fehler Nummer 4, Nein sagen. Auf gar keinen Fall darfst du Nein sagen. Denn oft ist es so, wenn das Kind, also wenn die Mama das Kind zu der Torte hinlegt, greift das Kind sofort in die Torte rein und die Mama ist ja noch da, also sie wäre ja mit auf dem Foto und sagt dann meistens Nein. Oder der Fotograf sagt Nein. Das darf man auf gar keinen Fall machen, denn das wird das Kind oft erschrecken und dann wird das Kind gar nicht mehr die Torte anfassen wollen. Und da, natürlich gibt es auch Kinderausnahmen, wo man Nein sagt, die greifen erst recht hin, das kenne ich auch. Aber meistens bekommen die Kinder einen kleinen, also Angst und fassen die Torte dann gar nicht mehr an. Das heißt, auch da die Eltern im Voraus vorbereiten und sagen, bitte nicht Nein sagen. Das Kind darf die Torte anfassen. Und zwar auch, während die Mama noch da ist. Es ist ganz egal, wenn du den ersten Griff nicht fotografiert hast. Das ist wirklich egal. Hauptsache, das Kind mag die Torte, will die Torte, mit der Torte spielen. Dann Punkt Nummer 5, also Fehler Nummer 5. Zu bunt und zu viel Deko. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, weniger ist mehr. Gerade wenn es alles so bunt und ganz viel Deko und ganz viele Farben, das Kind geht da unter. Das Thema geht auch unter, weil einfach zu viel los ist. Wenn man sich die Fotos dann anschaut, weiß man gar nicht, wo man hinschauen soll, weil einfach überall irgendetwas ist. Deswegen achte bitte darauf, nicht zu bunt und auch nicht zu viel an Deko, damit einfach das Kind und die Torte, also das Keksmash, wirklich im Vordergrund bleibt. So, das waren die 5 Fehler, die ich dir heute mitgebracht habe. Und jetzt möchte ich ein bisschen auf den Online-Workshop eingehen, und zwar mein Live-Online-Workshop am 18. März. Dieser Workshop wird nicht wiederholt, ich mache ihn jetzt wirklich nur einmalig und es gibt auch eine Aufzeichnung, das heißt, falls du am 18. März keine Zeit haben solltest, es gibt eine Aufzeichnung, die kannst du dir dann nach dem Workshop downloaden, kannst du dir dann so oft du möchtest anschauen. Also für alle, die gebucht haben, ist die Aufzeichnung. Und heute möchte ich jetzt noch ein paar Punkte mit dir durchgehen. Was passiert denn eigentlich, wenn du jetzt den Workshop besucht hast? Was passiert denn, was bedeutet diese Weiterbildung für dich? Und da habe ich ein paar Punkte aufgeschrieben und die möchte ich jetzt mit dir durchgehen. Punkt Nummer 1 ist natürlich, du bist danach viel sicherer. Du hast keine Sorgen mehr, weil du ganz genau weißt, was und wie du machen, also was du machen kannst, damit du ein erfolgreiches Keksmash-Fotoshooting durchführen kannst. Du hast die Eltern perfekt vorbereitet für das Keksmash-Shooting. Ich hatte schon vorhin ein paar Fehler erwähnt. Es gibt noch einiges, also eben durch die jahrelange Erfahrung weiß ich einiges, auf was man achten sollte. Und du sparst dir dadurch wenn du jetzt meine ganze Erfahrung bekommst, sparst du dir auch selbst diese Jahre, um das alles zu lernen. Dann, wie du mit wenigen Dingen schöne Deko machst. Wie ich schon gesagt habe, man braucht wirklich nicht viel, um eine schöne Deko zu machen, um vor allem außergewöhnliche Fotos machen zu können. Beim Online-Live-Workshop werde ich eine Luftballon-Girlande aufbauen.
Ihr habt ja schon gesehen, ich mache das immer mit einer Nähseide und einem Faden. Und wie ich das genau mache, erkläre ich ganz genau beim Online-Live-Workshop. Das heißt, ich werde die beiden Kulissen mit dir gemeinsam aufbauen. Und du kannst all deine Fragen stellen, wie das Ganze funktioniert. Und es ist natürlich auch die Lichterkette mit dabei. Und da zeige ich dir auch, erkläre ich dir auch, wie fotografierst du die Lichterkette so, dass sie auch leuchtet. Das heißt, dass es nicht nur kleine Pünktchen sind oder dass sie gar nicht sichtbar ist, das habe ich auch schon gesehen, sondern wirklich, du fotografierst schon so, dass die Lichterketten wirklich leuchten und sie schön sichtbar sind, einen schönen Hintergrund entsteht. Natürlich sind auch dann die Blitz- und Kameraeinstellungen mit dabei. Das heißt, ich erkläre dir ganz genau, wie du die Kamera einstellen musst, wie der Blitz eingestellt ist, wo der Blitz steht und so weiter. Also da bleiben keine Fragen offen. Jeder, der schon mal bei mir bei einem Online-Live-Workshop dabei war, weiß ganz genau, ich gehe auf jede Frage so ein, dass wirklich alles beantwortet ist, weil das Ziel des Workshops ist immer, dass du danach ein erfolgreiches Keks-Fotoshooting problemlos durchführen kannst. Und ja, natürlich erfährst du auch, was du alles nicht machen darfst. Ich habe heute nur 5 Dinge genannt. Ich weiß aber einiges, was du noch auf gar keinen Fall machen solltest, damit du eben erfolgreich bist. Und es sind noch einige Tipps dabei, was du machen kannst, damit das Baby auch mitmacht, wie du das Kind dazu animieren kannst, auch wenn es müde sein sollte, was du machen kannst, damit das Keksmisch-Fotoshooting trotzdem gelungen ist. Und ja, wie gesagt, Bodyshooting ist ja auch mit dabei, das heißt, auch bei Bodyshootings habe ich einige Tipps für dich mitgebracht und das Live-Fotoshooting, das heißt, du bist an diesem Tag dabei, während ich ein Live-Fotoshooting durchführe, ein Keksmisch-Shooting mit Badewanne. Du siehst mir ganz genau zu, was ich sage, was ich mache und wie das Kind mitmacht, also du bist komplett live mit dabei. Dann ist noch die Bildbearbeitung, das heißt, ich bearbeite meine Keksmisch-Fotoshootings meist innerhalb einer Stunde. Und wie ich das mache, wie ich die mit Photoshop durch Stapelverarbeitung selbst arbeiten lasse, mir dadurch jede Menge Zeit spare, zeige ich dir auch beim Live-Workshop. Und dann natürlich bist du danach wirklich perfekt vorbereitet für dein erfolgreiches Keksmisch-Shooting. So, wenn du dazu Fragen hast, schreib es mir liebend gern in die Kommentare oder kontaktiere mich auch gerne auf Instagram. Und wenn du buchen möchtest, unten in der Videobeschreibung ist der Link. Ich freue mich so sehr auf diesen Tag, weil erstens, es ist für mich sowieso, weil ich es ja nur einmal mache, sowieso was ganz Besonderes. Und es ist mir wirklich so eine Freude, dieses Wissen, was ich in all den Jahren gesammelt habe, mit dir teilen zu dürfen. Und ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen, vor allem auch die Tipps am Anfang haben dir weitergeholfen. Wenn es so ist, lass mir gerne einen Daumen nach oben und vergiss nicht auch meinen Kanal zu abonnieren. Jeden Donnerstag um 18.30 Uhr kommt ein neues Video rund um die Babyfotografie und deswegen abonniere meinen Kanal, aktiviere auch die Glocke, dann verpasst du auch nichts mehr. Ich danke dir herzlich fürs Zuschauen und bis bald.